Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 27. November 2017? Mond bewegt sich im Tierkreiszeichen Fischen und hat eine zunehmende Mondphase. Kommt zur Verbindung zu Neptun, was auch direktläufig ist. Diese rückläufige Phase ist vorbei. Und es bedeutet für die Fischengeborenen diese alten Erinnerungen, alte verletzten Gefühle, was in die letzte Zeit immer wieder hochkam, ist jetzt vorbei. Mond hat einen guten Einfluss von Neptun. Sie haben auch so ähnliche Essenz, Träume, Visionen, Vorstellungskraft und einen schönen Einfluss von Jupiter. Und das sind die Chancen, das Glück und auch Gewinnchancen. Das spüren Sie in die erste Linie, die Fischengeborenen und die Skorpiongeborenen. Sie haben diese Glücksenergie, eine Art Harmonie. Aber wir dürfen heute auch etwas wünschen, weil Skat, dieser Stern beeinflusst die Mondbewegung und das bedeutet ein Wunsch. Mond bewegt sich schnell und nähert sich zum Stern Eridan Achenar, was im Sternbild Eridanus befindet. Und das bedeutet übersetzt Ende des Flusses. Und das heißt für uns, es kommt etwas im Fluss und wir erreichen unsere Ziele. Es ist sichtbar, das Ende des Flusses. Und wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen leben ihre Träume, ihre Visionen. Und genau das dürfen sie auch vertrauen, weil da liegt die Kraft, da liegt die Wahrheit. Sie haben auch Glück, gerade auch Gewinnchancen. Das Einzige, was die Fischengeborenen im Augenblick noch hindert, bremst, das sind die Gespräche. Entweder fühlen sie sich nicht verstanden oder kommt ein schlechter Rat oder eine unangenehme Nachricht oder Reibungen, Streit. Kann auch bedeuten, dass die Fischengeborenen warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht. Und es bremst gerade noch die Fischengeborenen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen können mit einer wichtigen Nachricht rechnen und das hat eine Bedeutung. Das sind Umbrüche, Veränderungen und ein Gespräch, ein Termin oder ein Vertrag löst das alles aus. Es ist nicht nur wichtig die Lebensfreude, sondern auch ein gewisser Rückzug, die Ruhe, das eigene Zuhause. Es können auch Veränderungen sein im wohnlichen Bereich. Sie sollen überlegen, welche Richtung sie ihren Kraft einsetzen. Wenn das alles zu viel ist, verlieren die Gleichgewicht, fühlen sie sich kraftlos und müde. Eine männliche Person nähert sich und es ist wichtig, die Verbindung und auch ein Entgegenkommen. Es wird etwas im Gleichgewicht gebracht. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen wichtig, die Arbeit, die Pflicht, aber auch die Lebensfreude, beide sind wichtig und es sollen die Stiergeborenen im Gleichgewicht halten. Etwas spiegelt sich, gerade für die Stiergeborenen, und das sind die Gefühle, die Liebe und die Partnerschaft. Es ist wichtig, ein Entgegenkommen, auf anderen zugehen, Gefühle zeigen, annehmen, um die Partnerschaft kümmern gerade und auch um die Lebensfreude, weil da liegt die Kraft. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen fühlen sich unsicher oder nervös, es geht nichts voran. Ein bisschen Geduld noch, im kommenden Tagen verbessert sich das alles. Es kann auch sein, dass enttäuschte Gefühle kommen oder jemand nähert sich und es enttäuscht gerade die Zwillingsgeborenen. Also auf den Gefühlen achten und auch auf diesen Kontakten. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen kommt etwas im Fluss. Aber was die Leben für die Krebsgeborenen widerspiegelt, ihren Wünschen auch wahrnehmen, bewusst wahrnehmen und es auch umsetzen in Realität. Was die Krebsgeborenen gerade bremst, das ist die Kraft. Die Mut und die Kraft. Entweder sind sie mutlos oder kraftlos, kann auch bedeuten, dass eine männliche Person nähert sich und das sind
Hindernisse oder ein Streit mit einer männlichen Person, das kann natürlich auch bedeuten. Wichtig ist bei den Krebsgeborenen gerade dieser Veränderungsprozess, diese Wandlung, was im Inneren beginnt, weil sie spüren die inneren Kraft. Sie sind gerade kraftlos, aber in die Ruhe liegt die Kraft und das, was die Krebsgeborenen gerade brauchen. Die Tierkreise einen Löwengeborenen ist auch etwas in Bewegung. Es spielt auch die Karma eine große Rolle bei den Löwengeborenen. Karmische Erinnerungen, karmische Begegnungen, neue Aufgabe, neue Wege, eine Wandlung, eine Veränderung. Und die Gespräche sind sehr gut, auch die Veränderungen. Aber die Gefühle sagen heute, wer könnte mich momentan enttäuschen? Oder was kommt auf mich zu, führt es zu Enttäuschung? Und da stellen sie die Löwengeborenen gerade die Fragen und sind unsicher, wen kann ich überhaupt vertrauen momentan? Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen sollen auf dem inneren Gleichgewicht achten. Andere nicht verletzen, aber selbst auch nicht verletzt fühlen. Die Gespräche sind auch Hindernisse, so ähnlich wie bei den Fischengeborenen. Entweder eine unangenehme Nachricht oder sie fühlen sich missverstanden oder kommt etwas zum Streit. Kann auch bedeuten, dass sie warten auf eine Nachricht, warten auf einen Termin oder auf einen Vertrag und es kommt noch nicht, da sind die Einschränkungen da. Im Allgemeinen ist es ein beruflicher Aufstieg und viele Jungfraugeborenen suchen gerade ihren Berufung. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen fühlen sie sich unsicher. Sie stellen auch die Frage, wen kann ich überhaupt vertrauen? Und das ist diese Unsicherheit. Wer enttäuscht mich wieder? Und das ist wichtig, jetzt Vertrauen zeigen anderen gegenüber, aber auch ein bisschen misstrauisch sein, also das im Gleichgewicht halten. Die Wagengeborenen sollen auch auf die Kraft achten. Es sind Veränderungen, Umbrüche, die richtige Richtung bestimmen und da die Aufmerksamkeit lenken, wenn das zu viel ist. Dann fühlen sie sich auch kraftlos und kippt die Gleichgewicht. Veränderungen sind zum Erwarten und die Wagengeborenen haben gerade auch die Kraft und den Mut, all das zu bewältigen. Vielleicht nicht heute, aber das nähert sich. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen kommen Veränderungen in die Liebe, aber sie sind etwas unsicher, was die Liebepartnerschaft betrifft. Es sind unerwartete Ereignisse. Ändert sich einiges auch im Freundeskreis und im Bekanntenkreis. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen werden gerade wahrgenommen. Sie haben sehr wichtige Gespräche oder Termin oder ein wichtiger Vertrag. Und das sind die Umbrüche, Veränderungen gerade und es kommt auch alles in Form. Sie fühlen sich heute etwas unsicher oder nervös, ist aber bald vorbei und in den Tagen kommt schon die Begeisterung oder die Bewegung, die Neuanfang. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist alles prima, besonders was die Gefühle betrifft, die Liebe, Partnerschaft und ihren Träume, ihren Visionen. Und das sollen sie auch ernst nehmen. Sie fühlen sich zwar ein bisschen kraftlos, aber die Ruhe gibt wieder die Kraft und dieses Vertrauen, dass alles im Fluss kommt. Wichtige Themen sind Werte wie Selbstwertgefühl, Wertschätzung, aber auch die Finanzen. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen ist etwas in Bewegung, kleinere Veränderungen, es kommt auch alles im Fluss, im Liebepartnerschaft sind noch Einschränkungen da, aber ab 2. Dezember verbessert sich etwas und da sind gute Chancen, entweder bei der bestehenden Partnerschaft oder die, wo alleine sind, auch die neue Begegnungen. Dieser Tageshoroskop, diese Tagesenergie ist natürlich allgemein, aber besteht die Möglichkeit, das maßgeschnitten anfertigen bzw. berechnen. Das können Sie auch gerne bestellen. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten.
Dann habe ich meinen Shop eröffnet und Sie können gerne diese Produkte schon anschauen. Es ist in Bearbeitung, in die Tagen kommen auch neue Produkte hinzu und es befindet sich in meiner Website www.denderasusannamedici.com und ich erwähne noch die Blitzberatungen. Was ist es? Wenn Sie Fragen haben, wie zum Beispiel, kommt er zurück? Liebt er mich noch? Treffen wir in die nächste Zeit? Kommen wir wieder zusammen? Wann kennenlerne ich endlich jemand? Soll ich in dieser Arbeit bleiben? Kommt ein Arbeitsvertrag? Werde ich diese Prüfung bestehen? Soll ich einen Umzug vorbereiten? Kann ich mein Haus verkaufen? Soll ich diese Reise buchen? Wie denkt meine Chefin über mich? Kann ich meiner Freundin vertrauen? Und. Es sind Fragen, was den Alltag betrifft, aber es sind auch wichtige Fragen. Und ich beantworte diese Fragen auch blitzschnell. Und das können Sie per E-Mail beschreiben, Ihre Lebenssituation, Ihren Fragen stellen, bitte dazu schreiben die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort und ich beantworte diese E-Mails blitzschnell. Mein Honorar beträgt bei Blitzberatungen pro Frage 10 Euro Vorkasse. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.